Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zu einem kleinen zusammengeschnippelten Minecraft-Reisevideo. Ja, es ruckelt ein bisschen. Ich habe es zu der Zeit aufgenommen, wo mein Programm nicht wirklich lief. Ich habe mir einfach mal gedacht, es ist ja unnötig, die ganze Zeit mir bei der Reise zuzuschauen, wie ich da durch die Gegend latsche. Weil das nämlich ewig dauert. Und das hat wirklich ewig gedauert. Ich war bestimmt 5-6 Stunden mit Laufen nur beschäftigt. Also das habe ich immer so abends so nebenbei gemacht. Habe nebenbei ein Aufnahmeprogramm laufen lassen. Natürlich ohne Stimme halt aufgenommen, sondern halt einfach nur so den Ton von dem Spiel. Ja, es ist, ich habe mir einfach mal gedacht, hier so ein bisschen zu zeigen. Ich bin echt viel übers Meer gereist. Ich zeige euch einfach jetzt so die besonderen Orte, die ich dann gesehen habe auf meiner Reise. Das dauert eine Weile, das Video ist ja ziemlich lang geworden, obwohl es nicht so geplant war. Deswegen ist es auch einfach alles aneinander geschnippelt, damit ihr nicht da über eine Stunde dran sitzt. Also ihr könnt gerne ein bisschen skippen oder so, das ist auch voll okay. Kann ich nachvollziehen, wenn ihr euch das nicht komplett reinziehen wollt, was echt viel ist. Aber ich habe halt irgendwie versucht, so ein bisschen die Besonderheiten zu zeigen, was ich auf meiner Reise halt erlebt habe. Und halt auch im Endeffekt dann den Ort, wo ich mir überlegt habe, erstmal zu bleiben. Und hier habe ich halt so ein kleines Häuschen entdeckt, wo ich da am Laufen und gedacht, oh, voll schön. Tut mir natürlich ständig weh. Ein bisschen herunterfallend, also zerfallenes Haus, so meine ich das. Dann zeige ich so ein bisschen von allen Seiten. Und dann sehe ich so, oh, Kiste. Ich Kiste haben wollen. Natürlich, das Glas echt super. Es ist so durchsichtig. Das möchte ich später auch haben. Und ja, einfach mal versucht, reinzukommen. Und habe dann einfach mal geguckt. Das ist eine Werkbank. Oder sah es auch aus wie so eine Art Werkbank. Kenne ich nicht. Ich habe einfach mal ein bisschen was ausprobiert. Ich habe einfach viel rumprobiert und viel Schrott gemacht und viel Schrott gesammelt. So, erstmal Tür zu. Schaut, okay, Bänke und so. Ah, oh, da ist ein Stuhl. Da muss ich mich draufsetzen. Ja, und dann wollte ich da weg. Und dann passierte das. Und ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich habe mich so blöd dabei gefühlt. Ich habe rumgeklickt bis zum geht nicht mehr, weil ich einfach nicht wusste, wie ich jetzt von diesem Stuhl wegkomme. Ich habe alles Mögliche geklickt und habe gedacht, okay, jetzt bin ich irgendwie so halb in der Wand. So. Und dann wieder weg. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt kämpfst du. So. Gedacht, okay, ich klopp mal so ein bisschen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, komm, ich klopp mich jetzt hier irgendwie frei. Ja, ich habe wirklich alles probiert. Also ihr seht da auch meine Fails, die ich da so hatte. Wollte ich einfach nicht rausschneiden. Fand ich schön. Ist ja auch ganz albern und lustig, was mir da alles passiert. Das ist ganz neue Perspektive, wie ich da auf einmal in der Wand sitze. Ich sitze in der Wand. Ja. Total toll. Und ich habe auch einfach so ein paar Sachen halt jetzt auch zu erzählen. Insgesamt halt zu meinem Kanal. Und das ist, ja. Ich habe, also für die, die es halt neu hier sind, ja, da kloppe ich mich jetzt mal frei. Es ist irgendwie ganz komische Ansicht. Irgendwie cool, aber irgendwie komisch. Auf meinem Kanal ist es ja so, dass es wirklich, dass mir wichtig ist, dass ihr halt mitmacht, dass ihr halt dabei seid. Und ja, ich war dann doch nicht in der Wand, sondern ich war oben. Ich war auf einmal oben. Und dann war ich sauer auf den Stuhl und wollte ihn verkloppen. Und das hat dann nicht geklappt. Und dann habe ich gedacht, okay, probiere ich so. Und das hat, ja. Also auf meinem Kanal ist es ja für mich ziemlich wichtig, dass ihr mit dran beteiligt sein könnt an dem Let's Play. Und deswegen habe ich, so wie ich das auch schon mal gemacht habe und auch eigentlich auch weiterhin machen werde. Oh, ja. Habe ich mir halt überlegt, dass, oder habe ich halt wieder eine Umfrageliste gemacht. Ich erwähne das immer gerne in meinen Videos dann. Eine Doodle-Liste halt. Und die kennt ihr bestimmt irgendwie. Und da könnt ihr anonym halt dann reinschreiben. Ich sag echt oft halt. Könnt ihr anonym abstimmen, welches Spiel ihr gerne als nächstes sehen wollt. Für die, die das jetzt in meinem anderen Sims 4 Let's Play noch nicht mitbekommen haben, das habe ich, glaube ich, gestern erwähnt gehabt dort. Ich habe mir halt das so überlegt, dass ich das schön finde, wenn ihr diese drei Antwortmöglichkeiten, die es dort gibt, halt auch dementsprechend verwendet. Also ich habe mir überlegt, dass ihr halt, wenn ihr das gerne, also dass das ist, was ihr wirklich als nächstes sehen wollt, dass ihr dann Ja anklickt für das Spiel. Und dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit, das Ja in Klammern zu machen.
Und dafür habe ich mir dann gedacht, also dass sie halt dieses Ranking macht, so 1, 2, 3, das möchte ich unbedingt sehen. Und danach ist es, das ist halt okay, wenn das erste nicht kommt. Und danach wäre halt das die nächste Priorität, die ich hätte, die ich gerne sehen möchte. Dass sie halt dieses Ja, das Ja in Klammern und dieses Nein halt dazu verwendet, halt dann die Prioritäten zu zeigen, wie ihr das dann halt haben möchtet. Und dann, wenn ihr nicht abstimmt, dann ist es für mich halt so die Bedeutung, ich habe total den Scheiß gemacht, ey, guckt nicht hin. wenn ihr das überhaupt nicht sehen möchtet, dass ihr dann also gar nicht abstimmt für das Spiel. Also klar, es gibt höchstwahrscheinlich auch ein paar andere Spiele, die ihr dann sehen wollt. So in der Priorität mäßig. Aber dass ihr halt wirklich nur am besten fünf, finde ich, drei raussucht, die ihr halt sehen wollt. Also es sind, ich glaube, weiß ich nicht, 8 Spiele mittlerweile, die ich da in die Doodle-Liste reingetan habe. Und da könnt ihr dann halt, ja, so abstimmen. Also es würde mich echt freuen, wenn ihr euch da beteiligt. Jetzt habe ich mir so ein doofes Buch gemacht und ich weiß nicht, was ich davon anfangen soll. Deswegen habe ich es da reingetan. Ich habe irgendwie einen Schwachsinn gemacht. Ich habe total einen Schwachsinn gemacht. Ich wollte einfach dieses Ding ausprobieren. Ich kannte das halt einfach nicht. Ja, und ja, da wollte ich den Stuhl haben. Ich wollte ihn verkloppen. Ich fand ihn doof. Ich fand ihn einfach gemein und doof. Hab ihn dann wieder hingestellt. Ich wollte einfach nur ausprobieren, wie ich das verkloppe. Und ja, hier habe ich dann so ein paar coole... Die habt ihr bestimmt schon gesehen. Minecraft haben das bestimmt schon gesehen. Ein paar Pilzkühe gefunden. Ich nenne sie Pilzkühe. Pilzige Kühe. Fand ich total süß. Total, total süß. Aber... Das war halt so das, was ich gesehen hatte. Und ich finde diese Aussichten einfach so toll. Und dieser Baum, das sieht so cool aus. Und hat sich dann als ein Brunnen rausgestellt. Es ist echt am Lecken, aber das dürfte hoffentlich nicht mehr so sein im richtigen Let's Play. Und da habe ich natürlich auch einen NPC gefunden, der hier rumlief. Man hört ihn, man hat ihn ja gerade schon gehört, so. Und ja, der saß dann da mal so drinne. Und ich gehe rein und er rennt gleich raus. Ich nur so, hä, was macht ihr? Ja, also es wäre supi, wenn ihr halt in der Doodle-Liste halt guckt, da ist halt auch so drinne, ich weiß gar nicht, was ich da reingetan habe, so Spiele, die ich möglicherweise, also die ich habe, aber auch Spiele, die ich noch nicht habe, die ich dann halt anschaffen müsste und also mehr Minecraft wäre halt auch ein Thema, also wirklich, wenn ihr sagt, ja, Minecraft würden wir gern öfter sehen, dann schreibt es auch gerne rein, ich hatte mir das Pferd. Das Pferd. Voll cool. Es ist so ein Moonwalk so zur Seite. Ich hatte mir möglicherweise gedacht, wenn ich halt mehr Zeit dazu habe, Minecraft möglicherweise auch in der Woche, so wie die Sims 4, das chaotische WG dann zu machen. Da habe ich ein bisschen versucht, die paar Pferdchen zu reiten. Das hat nicht geklappt. Aber mein Pferdchen ist so süß. Ich habe immer noch nicht hingekriegt, einen Sattel zu bauen. Ich weiß auch nicht, warum. Ich bin da, glaube ich, zu blöd für. Also, dass ich das vielleicht nebenbei mache. Aber da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Also, es würde mich echt freuen, wenn ihr in den Kommentaren irgendwas reinschreibt und halt solche Ideen halt reinbringt. Und, oh, ein anderes Häuschen. Ja, hier habe ich mein ganzes Eisen weg, wo ich mir dann endlich Eisen schaufeln und Spitzhacken und alles machen konnte. Da habe ich echt ziemlich viel Zeit verbracht hier in diesem Haus und auch ziemlich viel Scheiß angestellt. Echt viel Scheiß angestellt. Aber ich habe halt einfach ausprobiert. Ich habe auch zum Beispiel aus der Lunchbox soweit alles mitgenommen und habe das, was ich halt doof fand, dann weggetan. Ist eigentlich... Ich fand es echt süß. Ich habe mit den Minecarts ein bisschen rumgespielt, alles mögliche. Also das Voice ist echt süß und da verbringt man, wenn man es findet, echt ein bisschen Zeit. Viertelstunde war ich bestimmt da. Also ich zeige euch echt, wie was ich da alles so gefunden habe. Ja, wie gesagt, Video ist echt lang. Aber ich will euch natürlich auch nicht alles vorenthalten, so die spannenden Sachen. Ich weiß ja nicht, manche interessiert das halt, was man da so machen kann. Manche interessiert es halt auch nicht, was ich da für Schwachsinn anstelle. Es ist halt so, ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn dann Life is Strange vorbei ist, wird dann auf jeden Fall wieder ein Projekt am Wochenende laufen. Auch wieder das Freitag, Samstag, Sonntag. Also das möchte ich gerne so behalten, dass es so Freitag, Samstag, Sonntag halt immer eins gibt. Das finde ich, ganz gut, ist ganz angenehm und macht es halt einfacher.
Und man sieht halt auch einfach mehr. Das haben wir sonst nicht wirklich. Also sonst vorher gehabt mit, wo ich nur Samstag und Sonntag, da hat man nicht viel von. Das merke ich bei The Sims 4 Zeit für Freunde. Und auch einfach noch so, ich möchte eigentlich auch noch so ein paar Informationen oder Sachen halt so allgemein hier zu dem Minecraft und wie ich mir das halt vorstelle, wie das sein soll. Und da wir jetzt echt mega viel Zeit haben und ich 40 Minuten irgendwie voll quatschen muss und ich auch keine Ahnung habe, was ich euch alles erzählen kann, ja, ich habe mir das echt wirklich so gedacht, dass es soll frei gestalten sein. Also ich mache das, worauf ich halt einfach Lust habe. Ohne großen Plan. Ich setze mich einfach dran und spiele ein bisschen und mache halt einfach das, wo ich gerade Lust zu habe. Es ist auch nicht so, dass ich das wirklich dann auch sage, okay, es kommt immer zur festen Zeit. Dass es auch immer kommt. Das habe ich auch nicht geplant gehabt, sondern es soll wirklich einfach ein Let's Play sein, wo ich einfach meinen Spaß und meine Kreativität ein bisschen freien Lauf lassen kann. Für mich ist es auch wichtig, dass ihr mit Einfluss nimmt, dass ihr Ideen mit einbringt und ja, ich wollte das theoretisch ja eher mehr als Stream machen, also Minecraft eher Stream, das Life in the Woods. Aber das dürfte mir möglicherweise noch eine Weile dauern und mit meinem OBS-Studio-Programm bin ich auch nicht wirklich ganz so zufrieden, wenn es zum Thema Stream geht. Ich glaube, da ist meine Upload-Rate nicht gut genug, um das ordnungsgemäß zu machen. Das heißt, Stream ist möglicherweise noch nicht so das Thema. Vielleicht, wenn wir eine größere Community haben und wo ich sage, so okay, und die Leute stehen hinter mir und die wollen das dann auch wirklich. Dann lasse ich mich bestimmt breitschlagen. Also ich lasse mich auch durch euch stark beeinflussen. Also wenn ihr sagt, so ja, wir möchten das unbedingt, dass du das machst und das wird uns voll freuen, dann mache ich das auch gerne. Also ich freue mich da immer. Und ich bin auch, ich muss sagen, ich bin momentan so happy einfach. In der letzten Zeit, das viele positive Feedback, das bestärkt mich und das macht mir dann alles noch mehr Spaß, weiterzumachen. Ich muss euch wirklich danken dafür, dass ihr dann halt da seid und die Abonnentenzahl jetzt in der letzten Zeit echt angestiegen ist. Ich nur so ging online und war so, was? Das war doch noch gestern 18 und jetzt sind es 20 und was? Jetzt 21. Ja, ich bin voll glücklich darüber. Ich mach echt Spaß. Guckt nicht hin. Hört mir nur zu. Ich war da wirklich so, wow, und was in der letzten Zeit so viele Abonnenten. Und das ich möchte einfach Danke sagen, dass ihr unterstützt. Und dann habe ich dann auch mehr Argumente, mir ein neues Mikrofon dann anzuschaffen. Weil dann ja genügend Abonnenten sozusagen da sind, mit denen ich dann, dass es sich auch lohnt. Mir macht das super viel Spaß, aber ich muss auch sagen, ich privat nutze ich zum Beispiel mein Mikrofon jetzt nicht so. Das ist wirklich hauptsächlich fürs Let's Play. Und wenn ich mir dann jetzt eins kaufe, das könnt ihr bestimmt auch nachvollziehen, wenn man sich jetzt was mega cooles kauft und das braucht man dann irgendwie nach 2-3 Tagen irgendwie nicht mehr. Und das ist ja auch irgendwie doof. Und ich bin ein Student, ich habe nicht viel Geld. Nein, wirklich, es macht mir voll Spaß und ich würde auch echt das Geld investieren, aber ich möchte halt auch irgendwie sehen, dass es, dass, ja, die Leute halt auch da sind und sagen so, ja, es ist toll, was du machst. Also es kann auch sein so, nee, was du gerade machst, ist echt ein bisschen blöd. Bin ich auch echt voll mit zufrieden. Das ist, ja, ich habe meinen ersten Rucksack gebastelt. Ich wollte natürlich mega viel mitnehmen und dafür brauche ich halt einfach einen Rucksack. Deswegen habe ich mir einen Rucksack gebastelt und habe da einfach allen Schrott reingeschmissen. Ich bin halt noch so ein bisschen am Abwarten. Es kann möglicherweise sein, im August baue ich das mit dem Schreibtisch alles so ein bisschen um. Also ich kriege dann Mini-Schreibtisch ins Schlafzimmer und dann kann ich im Schlafzimmer halt aufnehmen, sodass ich dann nicht das komplette Wohnzimmer immer belege, wo der Schreibtisch mit dem Aufnahme-PC momentan ist. Dann ist es halt einfacher für mich und auch insgesamt ist es halt für mich, also hier für mich privat, angenehmer. Und vielleicht sage ich dann auch, okay, dann hole ich mir halt ein Mikrofon, weil jetzt habe ich ja mehr Zeit aufzunehmen und dann habe ich mehr Zeit dafür, was zu machen.
und ich störe nicht. Also es ist teilweise so, dass ich gerne sowas wie Garden Warfare gern wieder machen würde, aber das halt nur abends, also abends eigentlich im Multiplayer nur was los ist und tagsüber, wo ich, oder vormittags, wo ich Zeit habe, eigentlich nicht. Wo ich dann alleine bin und dann niemanden störe. Das ist dann ein bisschen blöd. Dann kann ich leider Garden Warfare nicht machen, auch wenn ich das gerne machen würde. Und das ist dann dadurch ein bisschen einfacher. Dann kann ich einfach wirklich mal abends eine Aufnahmesession machen und einfach mal ein bisschen spielen und ein bisschen mal wieder was zeigen. Das ist das, was ich mir halt wünschen würde. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, was dieser Rucksack macht. Naja, ich probiere echt mega viel aus. Ich habe da echt viel Zeit investiert, aber ich möchte das auch einfach sehen, was ich gemacht habe. Nicht, dass ihr jetzt denkt so, warum hat die das jetzt? Warum hat die das zurück? Nein, ich möchte natürlich, dass ihr das irgendwie mitbekommt. Und deswegen ist das Video halt auch so lang. Und jetzt überall 1000 Cuts machen, das ist ja auch unangenehm, wenn ihr die ganze Zeit nur Bildwechsel seht. Also ich bin momentan echt super zufrieden. Also mir machen die Spiele richtig Spaß. Ich habe ja in Sims Vier erst voll die Aufnahmen, also Bausession gemacht und habe erstmal voll das Haus gebaut. Das habt ihr dann ja gestern auch gesehen in den Sims 4, also die Folge, die gestern rausgekommen ist. Seht ihr das ja auch, wie ich dann da, wie ich das Haus gebaut habe. Also ich bin momentan einfach glücklich. Also es macht mir, ich hatte eine Zeit, da war es so, es war nicht, also ich freue mich wirklich über jedes Kommentar. Also mir sind eigentlich Kommentare und das Mitwirken von euch viel wichtiger als die ganzen Abonnenten. Das ist mir eigentlich fast egal. Aber mir ist langweilig. Mir war da voll langweilig. Ich bin die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen. Ich so, mein Eisen braucht noch. Was mache ich denn? Ich guck mal ein bisschen rum. Ja, also ich finde es viel besser, wenn ihr einfach Kommentare reinschreibt und mitwirkt und da mitmacht. Und da habe ich persönlich viel, viel mehr Spaß dran und kann mit euch interagieren, anstelle, dass ich die Abonnentenzahl sehe. Das ist mir eigentlich am wichtigsten, dass ich einfach das Mitwirken von euch mitbekomme. Dass ihr sagt so, ey, und das sieht ein bisschen komisch aus, oder mach das doch mal so und so. Und ey, was wäre denn da mit der Story die Idee? Warum machst du das nicht so? Oder bau doch mal das und das. Oder weißt du, du kannst auch das und das zusammenbauen jetzt hier in Minecraft. Und das geht so und so. Oder probier doch mal die und die Mod aus, wenn ich die dann installiert bekomme. Da bin ich viel glücklicher drüber. Und das war in der letzten Zeit wirklich so stark, dass es mir diese Phase, wo ich gedacht habe, es ist ja irgendwie keiner da, niemand möchte sich beteiligen, ich mache das einfach, also ich mache das ja auch einfach für mich, es macht mir ja persönlich auch echt Spaß. Und ich mache das auch super gern nur für mich. Und da ist gerade der Postbote, aber das ist mir egal, das habt ihr bestimmt gehört, das ist der Hermes-Postbote, dann kommt doch was geliefert. Die Resonanz, also das Feedback war halt gar nicht da und wenn ich dann sehe, also auch an der Viewzahl, sehe ich dann ja theoretisch auch, ob euch das gefällt oder nicht. Und da war ich dann so, so auch halt Einbrüche, kann ich auch voll nachvollziehen. Ich möchte euch auch eigentlich gar nicht von der Schule oder sowas wegbringen. Das ist nicht mein Ziel. Für mich ist es einfach, für mich persönlich, was Let's Plays sind, ist so Entspannungszeit. Ich schaue mir selber auch viele Let's Plays an und das mache ich halt auch einfach, um zu entspannen, vom ganz vielen Lernen. Und vom Uni und alles. Einfach zum Entspannen, zum Runterkommen und auch teilweise einfach zum Lachen. Also es sind halt Let's Plays dabei, die sind zum Lachen. Und das, das ist das, was mir halt einfach Spaß macht. Und das möchte ich euch halt auch einfach zeigen, dass es einfach lustig ist und ihr da einfach runterkommen wollt. Für mich ist immer noch wichtigste die Uni, wirklich. Also wenn ich lernen muss, klausurenmäßig, das ist ja jetzt in der nächsten Zeit wirklich viel. Ich schreibe ja in 2 Wochen eine schon wieder. Dann bin ich, ich bin darauf fixiert. Und wenn ich dann sage, okay, ich mache jetzt mal ein paar Tage nichts an Aufnahmen oder so, oder nichts für den Kanal, schaue auch nicht nach, was da los ist oder so, ich mache einfach nichts, dann
dann liegt es halt auch einfach daran, dass ich lerne, ne, und dass mir das auch immer am wichtigsten ist. Und das möchte ich euch eigentlich auch zeigen. Also es ist wirklich wichtig, dass ihr lernt, für diejenigen, die ja halt noch zur Schule gehen. und das ist... Au. Ja, es ist wichtig. Also für mich war es, man merkt das irgendwie im Nachhinein erst, dass es wichtig ist. Es ist voll lustig. Also Schule, klar, das ist voll kacke. Ich war da auch. Also ich bin auch nie so ein Schulkind gewesen. Also so Grundschule war ich, habe ich total viel Spaß gehabt. Und, oh, Höhle. In der Grundschule war ich total gerne in der Schule. Danach, auf dem Gymnasium war das dann nicht mehr so. da habe ich dann nicht mehr so ganz den Spaß dran gehabt an der Schule. Aber das lag vielleicht auch ein bisschen an Mitschülern oder so, frag mich auch nicht. Da fand ich die Schule nicht mehr ganz so toll. Ich kann das voll nachvollziehen, dass manche wirklich Schule hassen und da keinen Bock drauf haben. Und das langweilig finden und Lehrer doof und Mitschüler doof und alle doof. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Ach stimmt, ich habe eine Rüstung gefunden. Ich habe eine Lederrüstung irgendwo gefunden. Mega cool. Habe ich mitgenommen. Habe ich angezogen. Ich sehe voll doof aus, aber ich habe sie mitgenommen. Ich kann es zwar nachvollziehen, ich laber jetzt echt über Schule, das will doch kein Mensch hören jetzt. Ja. Höhlen. Ja, auch ein bisschen Höhlenforschung habe ich mal gemacht. Ich habe mir Laternen, ich war mutig. Ich habe ja bei sowas echt Angst. Aber ich habe auch wieder auf Peaceful gestellt, weil mir das mit den Monstern echt ein bisschen zu gefährlich war. Und ich habe gedacht, nee, ich möchte eigentlich sicher auf Reise gehen. Irgendwann dann später, wenn wir dann mehr haben. Also, hoch da. So. Also wenn wir ein bisschen sonst ein Häuschen gebaut haben, dann können wir auch einfach mal auf Zombie-Tour gehen oder so, und Creeper-Tour, und einfach mal gucken, was die Freaks da alle draußen machen, die da nachts rumlaufen. Entdecken wir die Nacht von Minecraft. Was mache ich da? Ich weiß nicht, was ich da... Ich glaube, ich wollte einfach was abbauen. obwohl ich es nicht brauchte, aber ich wollte es abbauen. Also, ja, ich bin momentan wirklich mega zufrieden. Ich freue mich, wenn Kommentare da sind. Jedes Mal kriege ich eine E-Mail, denke mir so, oh, ja, Kommentar. Und ich schreibe euch natürlich auch zurück. Aber wenn ich jetzt nicht immer sofort zurückschreibe, und es manchmal dauert, manchmal auch eine Woche oder so. Ich vergesse das auch mal. Ich bin ein bisschen vergesslicher Mensch. Das müsst ihr mir echt entschuldigen. Dann, ja, seid mir dann da einfach nicht böse. Ich wollte das eigentlich zubauen, aber das ging nicht. Diese Musik. Und oh, das ist irgendwie voll schön. Also ein bisschen Kohle, das können wir immer gebrauchen, auch wenn wir da mega viel gefunden haben. Aber wir kriegen auch EP. Erfahrungspunkte sind immer toll. Ich bin auch froh, wenn ihr Fragen stellt. Also nicht sagt, so macht das so und so, aber auch so Fragen einfach allgemein. Wenn ihr Fragen zu meiner Persönlichkeit stellt, wenn ihr Fragen zum Let's Play stellt, so Tipps, die ihr haben möchtet, weil ihr vielleicht auch ein paar Sachen aufnehmen wollt, da bin ich auch eigentlich immer da. Also ich, ja, ich weiß es. Ich sehe euch wie so meine kleine Familie noch dazu an. Es ist, ich weiß es nicht. Ich rede voll den Schwachsinn gerade. Also, oh mein Gott, ich drehe durch. 40 Minuten am Stück labern, das ist... Ah, ich habe so viel gefunden und ich wollte unbedingt die Kohle mitnehmen, wenn ich die schon abgebaut habe. Schmeiße ich lieber Blümchen in den Abgrund. Ja. Die Höhle macht gerade komische Musik, das passt gerade voll nicht überein. Aber egal, ich lasse das so. Das klingt ganz cool. So, und dann war ich nämlich schlau und dann habe ich mir nämlich da überall Erde hingemacht, damit ich die blöden Blumen nicht mitnehme. Haha. So, die Erde nehme ich natürlich mit. Und den Rest halt nicht. So, und dann kann ich dann nämlich in Ruhe durchlaufen, ohne dass ich die blöden Blumen mitnehme. Ne? Bin ja nicht doof. Also ich bin momentan echt glücklich, wie das alles läuft. Und dass die Resonanz da ist, dass ihr schreibt, dass ihr Ideen habt, dass ihr euch mit einbringen wollt. Das ist einfach super. Das ist das, was ich haben möchte. Ich möchte ja mit euch zusammen einfach was Tolles erleben. Und meine spielerische Seite ein bisschen wieder ausleben. Ich habe wirklich ein paar Jahre lang gar nicht mehr so in die Richtung was gemacht. Also ab und zu halt so ein paar Sachen, aber nicht wirklich so intensiv wieder. Das habe ich in meiner Kindheit echt gemacht. Ich habe in meiner Kindheit wirklich viel gespielt. So Pokémon und ja, Pokémon. Ich bin mehr der Digimon-Fan momentan, weil ich auch Digimon
Ich schwelge momentan in Erinnerungen und schaue mir noch die alten Digimon-Staffeln an. Manche kennen das vielleicht von euch gar nicht mehr, aber ich bin halt mit Pokémon und Digimon und The Legend of Zelda und Super Mario und das alles bin ich halt einfach groß geworden. Und ich habe echt viel Mario gespielt und Legend of Zelda, echt ein riesengroßer Fan. So weit ein Fan, dass ich mir sogar letztens einen Top dafür gekauft habe. Voll hübsch. Voll cool. Kann ich nur empfehlen. Sieht voll geil aus und voll bequem und einfach nur schön. Und ja, hier. Ja, ich sehe immer so doof. Ich hebe immer irgendwas auf. Ich habe mir jetzt angewöhnt, immer eine Hand frei, also in einem Feld frei zu haben mit der Hand. Und wenn ich dann was aufnehme, so am Pflanzen, dann setze ich es halt wieder hin. Das habe ich mir jetzt so angewöhnt. Und diese mit dem Pferdchen. So viele Pferdchen in dieser Welt. Und diese coole Brücke. Wo und dann auch gerade, wo ich dann am Gucken war, mein Aufnahmeprogramm abgestürzt ist. Oder, nee, ich glaube, das war der ganze PC ist da abgestürzt. Ich weiß es nicht. Oder was? Nee, Minecraft ist abgestürzt. Genau, Minecraft war abgestürzt, als ich dann gucken war. Deswegen gibt es da mal zwei Videos von. Da war ich am Gucken, ob man da rein kann, weil ich mich da hoch. Ich wollte da super gern hoch, aber ich habe es dann im Endeffekt dann doch nicht gemacht, weil ich eigentlich irgendwo eine Leiter gesucht habe da drinne. Aber ich habe auch nicht wirklich überall abgesucht. Ja, also ich bin mit Spielen groß geworden und habe dann echt eine Zeit gar nicht mehr gemacht. Ein Esel, da war ein Esel, ein Eselchen. Und deswegen war jetzt in letzter Zeit irgendwie mein, also wo ich dann mit dem Let's Play angefangen habe, war mein Wunsch einfach wieder ein bisschen mehr zu spielen und den Leuten das zu zeigen. Und ich weiß nicht, ich quatsche einfach total gerne und ich es fing eigentlich, also Sims 4 war eigentlich das, wo ich angefangen habe. Ach, da fällt mir ein, wie ihr auch gerade seht. Ich weiß nicht, ob ich das zeige noch, aber theoretisch schon. Ich habe mir nämlich ein neues Profil gemacht, weil wir jetzt ja, oder ich theoretisch da männlich war als Minecraft-Mann. Und habe ich mir gedacht, nee, habe ich keinen Bock drauf. Und dann habe ich mir halt ein neues Profil erstellt. Habe mich irgendwie runtergeladen oder so. Und dann, da wollte ich eigentlich hoch, aber es gibt keine Leiter. Deswegen habe ich das wieder zurückgebaut. Ich bin artig, ich baue das alles wieder so zurück, wie es mal war. Deswegen habe ich mir jetzt halt eine Person halt gemacht, Mädel. Ich zeige euch die auf jeden Fall wieder, wenn wir dann wieder regelmäßiger was zeigen. Oder wenn ich regelmäßiger was zeige, dann zeige ich euch auf jeden Fall noch den Charakter nochmal genauer, dass wir die blöde Rüstung mal ablegen können, weil das sieht man so nicht. Aber man sieht es halt am Arm, dass ich halt so ein cooles Outfit an habe. Finde ich voll süß und ich wollte eigentlich ein Mädel da sein. War halt doof, dass ich da ein Mann war. Die Kohle habe ich übersehen. Die wollte ich nicht haben. Oh, das sind so schöne Sachen, die man da so sieht. Und das Ganze. Oh, ich liebe dieses Grün. Und hier noch so eine mega coole Höhle. Wollte ich auch unbedingt hin. Ich habe natürlich immer schon meine Fackel mitgenommen. Ich wollte nicht allzu viele Fackeln verschwenden. Jedes Mal Holzklopfen hatte ich keinen Bock zu, weil ich wollte ja eigentlich nur durch die Gegend laufen. So. Ich dachte, okay, hier ist nichts. So habe ich halt mir mein Zeug wieder zusammengesucht. Die ist da noch. Da. Weg. Ja, damit. So. Ja, also für mich ist Minecraft auch so. Ist für mich auch so ein bisschen, wo ich denn gerne so über Gott und die Welt gerne reden möchte. Also es würde mich freuen, wenn in den Kommentaren irgendwelche Gesprächsthemen oder sowas in der Richtung, was euch am Herzen liegt, was wo gerne ihr drüber reden möchtet oder was euch beschäftigt. Da könnt ihr echt sehr gerne einfach in die Kommentare schreiben und das machen. Und wenn ich dann irgendwann wirklich streame, was ich dann ja noch nicht genau weiß, so, kann ich mich auch in die anderen Höhlenseite. Dann können wir da wirklich drüber quatschen. Das ist für mich dann so, soll sowas Entspanntes sein. Einfach so zum Chillen, zum, ich habe Eisen gefunden. Aber erstmal gucken, was da so komisch ist alles. Dann auch, was so cooles zu finden ist. Es soll eigentlich, oh, eine Grille. Das ist jetzt eine Grille hier in der Höhle. Einfach entspannend sein. Einfach so zum Runterkommen. Soll nicht so, ja, kann aufregend sein. Soll Spaß machen auf jeden Fall. Das ist das, was ich mir halt darunter vorstelle. Falls ihr Ideen bezüglich des Spiels habt, dann könnt ihr natürlich auch gerne irgendwas reinschreiben. Ja, jetzt habe ich dann doofen Cobblestone reingetan, aber ist auch okay. Ich wollte es einfach wieder, dass es natürlich aussieht. Jetzt habe ich dieses doofe grüne Zeug und dann habe ich da so viel von und das habe ich einfach hier irgendwie verteilt. Ich wollte das loswerden.
So, da haben wir nämlich auch noch Eisen. Das nehme ich nämlich auch noch mit. Das brauchen wir. Hähnchen. Keine Ahnung, was die Ente da unten in der Höhle macht. Aber sie ist hier spazieren gegangen. Und dann habe ich meine Fackeln wieder eingesammelt. Weiß nicht, ob ich alle mitbekommen habe. So, Fackel. Also soll schon familiär sein. Also wirklich, wenn ihr mehr sehen wollt, ihr wisst das, ihr könnt mir jederzeit schreiben. In den Kommentaren oder sonst wie. Da freue ich mich auf jeden Fall drüber, wenn ich da Kommentare und sowas sehe. Ich bin da immer ganz so, ja, und auch, ich muss unbedingt noch antworten. Und ich denke jedes Mal, und ich sage jedes Mal meinem Freund so, ah, aber warte, ich kann gerade noch nicht gehen, wir müssen noch einen Moment warten. Und ja, da habe ich erst überlegt, wegzumachen, da habe ich gedacht, ah ja, da ist ja der Teich hinter. Wäre doof jetzt. Deswegen habe ich das dann doch gelassen. Ich fahre ein bisschen mehr auf Höhlenforschung, aber ich wollte einfach was sehen. Ich wollte nicht aber überall dran vorbeirauschen und dann, ja. So, da wusste ich nicht, wohin damit. Das klappt irgendwie nur so. Und deswegen habe ich es einfach dann ins Wasser geschmissen. Die Höhle fand ich echt interessant, weil das so tief nach unten ging. Ich habe gedacht, nö, darauf wartest du einfach nochmal. Da gehst du jetzt nicht rein. Und bin ich einfach hier hingegangen, habe dann einfach mal geschaut, was hier ist. Und da war hier halt so Wasser. Na toll. Und ich glaube, ich habe es sogar probiert. Ich wollte das nämlich unbedingt zumachen. Um damit. Nee, so, zu. Dann will ich mich gucken, ob es da noch was Cooles hinter gibt. Aber nein, es war nichts in der Ecke. Voll doof. Also umsonst das Wasser zugemacht. Aber ich habe es dann so gelassen. Wenn wir da nochmal hinkommen, dann wissen wir ja, ich war da. Ich habe gedacht, was ist das denn? Habe einfach ein bisschen echt rumgeschaut. Also ich habe viel entdeckt. War spaßig. Und hier habe ich mich gewundert, warum das Wasser nicht weiterläuft. Vielleicht kann das einer erklären, deswegen habe ich da Erde hingemacht und gedacht, sieht besser aus, wenn ich da Erde hinmache. Dann sieht das nicht ganz so komisch aus. Das ist noch so ein Bienenstock, den wollte ich dann auch nicht mitnehmen. Ich wollte halt mir ein bisschen Platz im Inventar schaffen und nicht allzu viel Schrott mitnehmen. Dann war ich wieder auf Wassertour und habe dann da so ein komisches Häuschen am Strand gesehen. Hab gedacht, ach, da muss ich hin. Häuschen am Strand, warum nicht? Das sieht echt voll hübsch aus. Und ich würde in solchen Häusern, wäre ich auch voll eingezogen. So, und jetzt dann einfach nach meinen Vorstellungen umgebaut. Aber wenn halt kein NPC-Dorf in der Nähe ist, ist halt doof, weil ich möchte auch gern handeln und, das geht dann natürlich richtig kacke. Ja, ich musste trinken. Es geht dann natürlich richtig doof, wenn dann halt keiner da ist. Ich hab geschaut, okay, das ist so eine Dose und dann ist da noch was. Hab ich noch ein bisschen ein paar Angeln und Fisch und Boote. Ich dachte, oh, toll, Boote. Boote. Das erinnert mich voll an How I Met Your Mother. Boote. Ja, die Folge müsst ihr echt gucken. Ich hoffe, ihr mögt sowas. Das ist eigentlich ganz lustig. Habe ich jetzt ein paar Sachen eingepackt. Ich war ja viel auf Reisen, musste mir ständig ein Boot bauen. Deswegen war ich so happy, dass ich ein paar Boote gefunden habe. Dass ich mir da nicht ständig eins bauen musste. Aber habe mir dann eigentlich auch noch eins wieder ins Inventar geholt. Damit ich dann immer ein Boot in der Nähe. So, dann habe ich ihm halt ein bisschen Bambus da gelassen und habe halt was mitgenommen. So, war nett. Ich habe aber Bambus da gelassen. Das hat ja bestimmt die Person, die da vielleicht möglicherweise wohnt, halt auch nicht. Ich hätte eigentlich auch die Kisten mitnehmen können, fällt mir mal gerade ein. Egal. Ich hätte auch einfach die ganzen Kisten mitnehmen können. Aber eigentlich wollte ich mir nur das Zeug da rauskramen. Ich wollte einfach nur die Sachen klauen. Das war mein primäres Ziel. Klauen. So. Und dann habe ich nur gedacht, oh, hier oben ist ja auch noch was. Und dann so, oh, ein Bett und noch eine Kiste. Und dann war da ein paar Seile und so ein Tempelteil. Perfekt. Und dann hier so ein schön... Oh, Türen. Ah, sieht doch ganz gut aus. So. Und dann kann ich hier hin und dann so gucken. Und ich dachte, oh, voll schön, möchte ich auch für mein Haus haben. So ein Balkon, das wäre echt schon cool. Oder so eine Terrasse. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt hatte ich aber, glaube ich, schon ein Bett. Das hatte ich mir aus dem anderen Dörfchen. Und da, ja... Ich hatte Probleme, hier runterzukommen. Ich wollte nicht. Er wollte nicht runter. Eine Person wollte nicht runter. Aber es geht ja normalerweise automatisch. Aber ich stand wohl nicht richtig in der Mitte oder so. War irgendwie ganz komisch. Das hat die ganze Zeit nicht funktioniert. Ich habe mich voll blöd gefühlt. Also ich hoffe, ihr findet das jetzt nicht alles ein bisschen zu lang. Ich hätte wahrscheinlich noch ein paar Sachen rausschneiden können. Aber ich habe mir gedacht, für euch ist das interessanter. Ja, und ich wollte unbedingt noch ein bisschen Eisen einschmelzen, deswegen bin ich noch ein bisschen da geblieben, habe noch ein bisschen Kohle geholt. So, eingesetzt. So, aus Versehen falsche Taste. So, noch ein bisschen Eisen einschmelzen, dass ich das Eisen habe. Jetzt habe ich nur so eine fancy Workbench gefunden und da habe ich mir alles rausgenommen. So, und dann gedacht, die Fackel nehme ich mit. Und da habe ich gedacht, ey, cool, das sieht aus wie ein Kamin. So, voll cool irgendwie.
Komme ich mir so Stück für Stück. Ach ja, das war echt ein süßes kleines Häuschen. Das gefällt mir. Da würde ich gerne nochmal hingehen, weil ich finde das auch den Stil ganz gut. Ich glaube, das hier sollte irgendwie so eine Tränke oder so ein sowas in der Richtung sein. Also ich habe mir dann nochmal ein bisschen angeschaut, da wie es gebaut wird. Wie das so aussieht und dass an der Seite auch noch was ist. Dann habe ich, ja. Ja, das war peinlich, aber naja, gut. So, Eisen fertig. Ja, genau, mein Eisen fertig, meine Kohle genommen. Und dann bin ich auch weiter gestolpert. Und hab dann noch weiter geschaut, was ich da so alles finde. Ja, ich war, wie ihr seht, echt eine Weile unterwegs. Und das sind ja nur die geringsten Sachen, die ich zusammengeschnippelt habe. Und ja, da kommen wir eigentlich auch schon zu dem Ort, an dem ich jetzt bleibe. Momentan so erstmal. Da habe ich nämlich ein kleines NPC-Dorf gefunden. So an einem See, Meer oder so. Man weiß ja nie genau, was es ist. Könnte auch ein See sein nur. Aber da habe ich so ein kleines NPC-Dorf. Also es wohnen nur zwei Leute da. Ja, zwei Leute. Ganz viel. So, da kam ich dann nicht hoch. Muss ich mir einen anderen Weg suchen. Aber ich fand das total niedlich, wie das da rausspringt. Ah, da wohnt ja einer. So. Hallo. Und da habe ich mir gedacht, also, ich habe doch dieses eine Teil, diesen einen Stempel-Ding da, den Clay Pattern Step oder so gefunden. Kann ich den da vielleicht verkaufen? Nein, wollte er nicht. Nein, wollte er einfach nicht. Und anderes nahm er nicht an. Also war das der falsche. Bisschen geguckt, da gucke ich mal nach oben auf den Ding. Voll süß. Oh, da kam ich noch weiter höher. Oder auch nicht. Bin ich nicht höher gegangen? Krass. Nee, es ging da nicht höher, oder? Ja, ja, egal. Ich habe halt dieses Dörfchen gefunden. Ich fand das total niedlich. Schön klein. Also ich würde am liebsten noch ein paar NPC-Häuser dann später hinbauen. Das Einzige, was mich halt stört, dass es wirklich auf dem Wasser ist. Ich werde das höchstwahrscheinlich noch einmal komplett voll machen mit Erde und alles, dass wir dann richtig das Wasser verdrängen. Das ist ein bisschen mein Ziel, dass es halt angenehmer ist. Das ist, ja, die kommen ja das nicht mal selber aus ihrem eigenen Haus raus. Ich hätte mir eigentlich auch hier einfach eine Brücke rüberbauen können, aber ich habe versucht, hier so eine Treppe zu machen, dass ich aus dem Wasser jederzeit da drauf komme. Also ich habe hier echt ein bisschen Land gebaut für die und für mich halt auch, dass ich da einfacher hinkomme, weil meine ganze Erde verschleudert, dass ich ein bisschen da zurechtkomme und das wollte irgendwie alles nicht. Also aus dem Wasser bauen ist, oder im Wasser bauen ist echt eine komische Sache. Aber ich war so happy, dass ich endlich mal wieder ein NPC-Dorf gefunden habe. Oder, ja, oder, na sagen wir mal so, dass ich überhaupt eins gefunden habe. Und dass ich mir dann gedacht habe, ja, da bleibe ich. So, ich sollte nicht bauen. Und dann habe ich fast, ich muss schwimmen, ich möchte nicht untergehen. So, da muss ich ganz schnell nach oben fast. Also ich bin, beinahe ertrunken. Es ist echt ein bisschen schwer, damit zurechtzukommen. Ich bin dann immer... Ich bin fast dazu erfüllt. Da habe ich mich, glaube ich, auch einfach dann... Ich bin da nicht geschaffen für sowas. Deswegen möchte ich das alles auf Land machen. So, na klar. Ja, von da aus kann ich das machen. Und dann... Bäm. Und dann konnte ich endlich hier zu dem Brunnen, wo ja auch nichts Spannenderes war als Wasser. Aber ich kam hoch. Leute, ich kam hoch. Ich konnte das sehen. Ich konnte mir das angucken. Ist das nicht toll? Das war mein Ziel. Mir das anzugucken. Ja. Aber ich habe mir dann jetzt halt so eine Brücke gebaut, wie ich dann darüber komme. Ohne große Probleme. Das habe ich dann so. Ja, habe ich einfach gelassen. Dann komme ich halt aus dem Wasser raus, habe ich mir gedacht. Und dann habe ich gesehen, okay, der möchte Papier haben. Und ich wollte eigentlich da rein. So, du bist im Weg. Jetzt hat er mich einfach runtergeschmissen, der Blödian. Der hat mich einfach eiskalt er hat mich in das eiskalte Wasser. So, dann habe ich mich da dran vorbeigemurbelt und eigentlich wollte ich es mir angucken, aber gut. Ich sollte nicht mit Erde in der Hand herumlaufen. Ich baue überall Erde hin. Dann habe ich mir das Häuschen von ihm angeguckt, fand ich ganz süß. Und da habe ich mir eigentlich noch gedacht, ich möchte mir noch ein anderes Haus angucken und habe mir da noch so ein bisschen was zurechtgebaut. An Weg, dass ich da irgendwie hinkomme. So. Jetzt
erstmal geguckt, so wo ist denn überhaupt der Eingang. Also mehr als die beiden wohnen da echt nicht und so. Und da kam er auch gleich sofort raus. So, und da wohnt halt, oder waren es jetzt drei? Es waren drei Leute, oder? Okay, dann sind es halt drei. Ich habe gedacht, es sind nur zwei. Aber dann haben wir hier nämlich auch noch was. Also ich finde den See echt schön und ich würde das am liebsten naturmäßig so belassen, aber dass das Haus halt einfach im Wasser ist, ist doof. Weil ich kann mit denen dann ja nicht wirklich handeln. Also wenigstens so die Häuser so ein bisschen. Was macht der da? Ich habe echt gedacht, so, was macht der da? Was macht der hier drinne? Die schlagen sich. So, dann wollte ich da halt noch rüber. Da baue ich hier so ein bisschen Weg hin. Ich habe ja noch ein bisschen Erde über, dass das ein bisschen besser aussieht, dass ich so rundherum, ja, ganz schlau, so ringsherum halt da so durchkomme. Ohne Probleme. So, mich so ein bisschen hintricksen, dass ich da bauen kann. So, einmal ein bisschen Erde hin. Das Wasser verdrängen. So, passt schon. Das war so das, was ich dann die meiste Zeit gemacht habe dann. Und dann habe ich eigentlich auch nicht mehr gemacht. Also ich habe mir das Dorf angeguckt und habe mir dann einen Ort ausgesucht, wo ich bleiben möchte. Und da bin ich dann hingegangen. Und da habe ich dann gewartet. Und ab da können wir dann weitermachen, wenn ihr natürlich mehr Minecraft sehen wollt. Und da ging mir die Erde aus. Oder? Nee, ich hatte doch noch was. Ich hatte doch noch ein bisschen was. Aber ich glaube, ich habe irgendwann aufgehört, weil ich gedacht habe, okay, ich muss jetzt hier nicht überall bauen. Das kann ich auch noch wann anders machen. Also wirklich, wenn ihr mehr sehen wollt, ich bin da komplett offen. Mir macht Minecraft echt Spaß. Wenn ihr das nicht sehen wollt, dann spiele ich für mich selber und mache da ein mega cooles Haus hin. Aber es würde mich natürlich freuen, wenn euch das ein bisschen mehr interessiert und ich dann euch was zeigen kann. Das wäre für mich persönlich ein bisschen schöner. Und ja, ich möchte echt so ein bisschen, wenigstens das Dorf ein bisschen mit Erde machen, dass ich da langlaufen kann. Das ist... So, dann habe ich mir hier noch so eine Brücke an Land gebaut, so ein bisschen breiter, damit ich nicht gleich immer sofort ins Wasser falle. Ach ja. Ich bin vollkommen zufrieden. Ich finde, dass ich habe das Video ja jetzt eine Zeit lang nicht mehr gesehen gehabt, sagen wir es mal so. Ich habe halt was soweit schon mal zurechtgesnippelt, aber ich wollte dann noch die passende Musik raussuchen, die ich da drauf mache und dann noch drauf quatschen. Das habe ich ja jetzt im Nachhinein dann aufgenommen. Den Ton dann nebenbei wolltet ihr nicht hören. Ich habe da meistens nichts gesagt. Und wenn, dann hättet ihr Fernseher und was anderes. Also ich habe es halt so nebenbei, da habe ich einfach gespielt. Und das ist auch das, was ich zu dem Thema nämlich noch Let's Play und wie ich mir das Minecraft vorstelle. Ich nehme es mir echt. Also ich werde höchstwahrscheinlich auch außerhalb vom Let's Play und außerhalb von Streams oder was auch immer für mich privat teilweise auch was machen. Aber ihr werdet das natürlich dann, ich werde es euch zeigen. Also ich werde es höchstwahrscheinlich dann nicht aufnehmen und dann irgendwie nachkommentieren oder sowas in der Richtung. Sondern ich werde dann für euch... ich werde dann euch dann jedes Mal in der neuen Folge dann einfach... Wenn dann eine Folge kommt und ich vorher was gemacht habe, werde ich das euch einfach zeigen. Ich möchte wirklich dann nicht am Let's Play gebunden sein, weil ich glaube, für euch ist es höchstwahrscheinlich auch nicht so interessant, das alles mal zu erleben. Jetzt habe ich mir so eine kleine Treppe gebaut. Ist ein bisschen blöd, weil ich da was gelassen hatte, aber ich habe dann einfach das wieder hingebaut. Passt schon. Und dann habe ich mir gedacht, hier und ich hier so hochgegangen und habe mal geschaut, wo kann ich denn das schön bauen. Und dann fand ich das hier mit den Bäumen ein bisschen zu schade, weil ich die nicht wegreißen wollte, oder? Stimmt, ich wollte die Bäume nicht wegreißen, das fand ich zu schade. Was sind das da für Vögel? Ah, ne, das sind Pferde. Ich habe gedacht, das sind Vögel. Oh mein Gott, ich habe gedacht, das sind Vögel. Und dann habe ich mir halt einfach gedacht, so, ja, hier so eine Ecke oder so. So, oder da, nee, da oben auf dem Baum, auf dem Berg, da wollte ich bauen. Habe ich halt noch den Fluss dazwischen, dann kann ich mir dann eine mega coole Brücke bauen, wo ich dann zum Dorf rüberkomme. Oder war das hier an dem Ort? Ich habe eigentlich den Berg daneben angedacht, weil das ist ein bisschen weiter weg und ich kann halt so in die Tiefe und in die Höhe so bauen, wie ich das halt möchte. Ist, glaube ich, angenehmer, dass ich mir so oben ein kleines Häuschen aufbaue, aber einen Monsterkeller habe, den halt keiner sieht. So, ja, das war's halt einfach. Von dem Reisevideo, wie es halt so ist. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Und ihr findet das eigentlich ganz schön, soweit, wie das jetzt gekommen ist. Das Ende war gerade ein bisschen komisch, aber gut. Ich hoffe, euch gefällt das soweit, wie das jetzt ist mit dem Video. Und
Ich hoffe, es ist nicht zu lang. Ihr könnt ja ein bisschen skippen, dass das, also ein bisschen spulen, dass ihr nicht alles seht, so ein bisschen durchschauen. Es ist auch echt einfach nur zum Durchschauen, dass ihr so die für diejenigen, die sich interessieren, was ich gemacht habe und Lust habt, mir einfach ein bisschen beim Quatschen zuzuhören. Unsinniges Quatschen natürlich, die können sich das angucken. Das ist soweit, wie es jetzt momentan der nächste Stand von Minecraft ist. Ich weiß nicht, wann ich das nächste Mal wieder Minecraft aufnehmen werde. Das ist halt so eine Sache, weil ich noch ein bisschen auf der Doodle-Liste warte, weil in der Doodle-Liste auch Minecraft halt drin erwähnt ist. Und da zähle ich halt auch das Life in the Woods dazu. Also ich werde höchstwahrscheinlich hauptsächlich Life in the Woods machen, weil ich das irgendwie am spannendsten finde. Da hat man sowas zu entdecken und so viele Biome und alles, das finde ich einfach richtig cool. Besser als das reine Minecraft. Aber so ein bisschen Minecraft-Kreativ-Sachen kann man ja vielleicht auch machen, so ab und zu mal, dass man so ein bisschen Kreativmodus ein bisschen arbeitet. Das würde mir auch ganz gut gefallen. Ja, also es ist für mich wirklich, dass ihr einfach so ein bisschen was habt, wo ihr gucken könnt. Minecraft und ja, ach mein Gott, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Aber ich glaube, ich lasse das dann an dieser Stelle auch. Ist schon genug gequatscht, das ist so peinlich. Aber gut, wir sehen uns dann möglicherweise irgendwann in einer neuen Folge. Also macht auf jeden Fall die Doodle-Umfrage. Schreibt da schön rein, so wie ich das euch ja erzählt habe. Was ihr als nächstes sehen wollt, wenn Life is Strange vorbei ist oder wenn es irgendein Spiel ist, wo ich sage, okay, das kann ich auch nebenbei nochmal ab und zu ein paar Folgen machen, dann mache ich das vielleicht auch nebenbei. Also, aber entscheidet, was ihr gerne sehen möchtet. Wir sehen uns dann möglicherweise in einem anderen Let's Play oder halt auch einfach wieder bei Minecraft und ciao!